Werbung auf Fußballtrikots, das gibt es doch schon so lange wie die Bundesliga, oder? Von wegen. Erst 1973, 10 Jahre nach Bundesliga-Gründung, ist dies erstmals der Fall. Der FC Schalke 04 wartet sogar weitere 6 Jahre und wirbt dann zunächst für ein soziales Engagement. Die Deutsche Krebshilfe, die 2024 ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Warum das damals ein bemerkenswerter Schritt war und heute aktueller denn je ist, das erklären wir euch in dieser Folge von Wissen auf Schalke. Blicken wir zurück. Am 24. März 1973 wirbt Eintracht Braunschweig als erster Bundesliga-Verein für einen Likörhersteller auf seinem eigenen Trikot. Der Gegner der Niedersachsen an diesem Tag? Der FC Schalke 04. Fast alle anderen Bundesligisten ziehen wenig später nach, bis auf 2 Ausnahmen. Eine davon ist der S04. Zur Rückrunde der Saison 1978-79 ändern die Königsblauen ihre Meinung, um mit der ersten Trikotwerbung einen sozialen Zweck zu unterstützen. Der Schriftzug der Deutschen Krebshilfe ist ab sofort auf allen Jerseys von den Profis bis zur C-Jugend zu sehen. Den Kontakt vermitteln Klaus Fischer und Rolf Rissmann. 1974 wird die Deutsche Krebshilfe gegründet und hat seitdem ihren Sitz in Bonn. Seit 50 Jahren setzt sie sich für die Belange krebskranker Menschen ein, steht ihnen mit Information und Rat zur Seite und fördert die Krebsbekämpfung. Und diese Arbeit ist wichtiger denn je. In Deutschland erkranken jährlich 500.000 Menschen an Krebs. 230.000 sterben pro Jahr daran. Damit ist Krebs hierzulande nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Ich stehe hier mit Gerd Nettekoven, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krebshilfe. Herr Nettekoven, Sie arbeiten bereits seit 1978 für die Deutsche Krebshilfe. Wie wichtig war damals die gemeinsame Trikotpartnerschaft mit dem S04 für Ihre Organisation? Schalke hat uns damals mit dieser Initiative, also mit dem Schriftzug Deutsche Krebshilfe auf dem Trikot, eine unglaubliche öffentliche Aufmerksamkeit gegeben. Aber nicht nur der Deutschen Krebshilfe als Organisation, auch insgesamt für das Thema Krebs. Über Krebs wurde damals überhaupt nicht gesprochen. Krebs war ein Tabuthema. Und da hat Schalke 04 wirklich mit dieser tollen damaligen Initiative wirklich dazu beigetragen, dass Krebs wirklich zu einem Thema wurde. Ja. In der Öffentlichkeit kommt die Partnerschaft zwischen Königsblau und der Deutschen Krebshilfe ebenfalls sehr positiv an. Ab der dritten Partie der Rückrunde bei Werder Bremen am 10. März 1979 spielt Schalke 04 in den entsprechenden Trikots. Eine Woche später kommt Dr. Mildred Scheel, Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, zum Heimspiel gegen den VfL Bochum hier ins Parkstadion. Die Ehefrau des damals amtierenden Bundespräsidenten Walter Scheel spricht von einem Novum in der Geschichte des Bundesliga-Fußballs, dass sich ein Verein so für ein soziales Problem engagiert. Sie sagt, dass Vorstand und Mannschaft des FC Schalke 04 ihren Teil dazu beitragen, die Geißel des Jahrhunderts zu bekämpfen. Sportlich ist es eine schwere Phase für die Königsblauen. Von November 1978 bis April 1979 gewinnt der S04 kein Spiel mehr und gerät in Abstiegsgefahr. Erst 2 Heimsiege zum Schluss der Saison gegen Arminia Bielefeld und den MSV Duisburg bringen den Klassenerhalt. Sie werden fast wie ein Titel gefeiert. In den 15 Partien in den Trikots der Deutschen Krebshilfe erzielt Schalke 19 Tore. Fast alle Treffer gehen auf das Konto von 2 Spielern. Klaus Fischer trifft 10-mal, Rüdiger Abramczyk 8-mal. Dass Krebs eine Geißel des Jahrhunderts ist, zeigen in den folgenden Jahrzehnten die traurigen Schicksale einiger Persönlichkeiten, die die Partnerschaft zwischen der Deutschen Krebshilfe und dem FC Schalke 04 getragen haben. Dr. Mildred Scheel stirbt 1985, 6 Jahre nach der Verkündung der Partnerschaft, mit 53 Jahren an Darmkrebs. Mittelfelddauerläufer Herbert Lüttke-Bohmert 1993 mit 48 Jahren an Lungenkrebs. Rolf Rüssmann, Vorstopper der S04 Jahrhundertelf, stirbt 2009 mit 58 Jahren an Prostatakrebs. Der bewundernswerte Einsatz von Mildred Scheel, die großartige Arbeit der Deutschen Krebshilfe und die Bereitschaft des FC Schalke 04, sich zu engagieren, sind nicht vergebens. Bei der Therapie und damit der medizinischen Bekämpfung dieser Krankheit sind in den vergangenen Jahrzehnten einige Erfolge zu verzeichnen. Deutlich häufiger als vor 50 Jahren können Krebserkrankte erfolgreich behandelt werden und haben eine höhere Lebenserwartung. Seit der ersten Trikotpartnerschaft sind mehr als 45 Jahre vergangen. Welche Fortschritte wurden denn seitdem verzeichnet? Patientinnen und Patienten, die damals die Diagnose Krebs bekamen,
waren fast alle, konnten alle fast nicht geheilt werden, haben die Krankheit im Grunde genommen auch nicht überlebt. Da haben wir heute schon eine ganz andere Situation. Die Hälfte aller erwachsenen Krebspatientinnen und Patienten können heute geheilt werden. Bei den Kindern sind es sogar 4 von 5 der jungen Patientinnen und Patienten. Das ist schon eine ganz andere Situation. Und zu diesen Erfolgen, da hat auch die Deutsche Krebshilfe einen unglaublichen Beitrag geleistet. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Sie hat die Forschung vorangebracht. Wir haben Strukturen geschaffen wie Krebszentren, die Kinderkrebsmedizin nach vorne gebracht. Da ist schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Wie wichtig ist Ihnen denn jetzt diese erneute Zusammenarbeit zwischen dem FC Schalke 04 und der Deutschen Krebshilfe bei diesem so wichtigen Thema? Das Thema Krebs ist nach wie vor eine Volkskrankheit. Wir haben in Deutschland 500.000 Neuerkrankungen im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon sehr viel. Und von daher ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die Krebshilfe wird auch in Zukunft gefordert sein, Krebsmedizin und Forschung voranzubringen, um die Versorgung krebskranker Menschen in unserem Land weiter voranzubringen. Und insofern ist diese Initiative von Schalke und die sie auch startet durchführt im Zuge unseres 50-jährigen Jubiläums natürlich einfach fantastisch. Sie haben es gerade erwähnt, Krebs ist besser behandelbar, das Thema ist aber noch nicht verschwunden. Es gibt Prognosen, die besagen, dass jeder fünfte Mensch an Krebs erkranken wird. Was kann ich denn konkret tun, um mein Risiko zu mindern? Ja, das ist eine gute Frage und jeder Einzelne von uns kann sehr viel tun. Man muss einfach wissen, 40% aller Krebsneuerkrankungen von 500.000 derzeit in Deutschland pro Jahr wären vermeidbar, wenn wir uns alle gesundheitsbewusster verhalten würden. Also nicht rauchen, wenig oder gar keinen Alkohol, sich bewegen, auf die Ernährung achten, den UV-Schutz, also die Sonne, beachten. Also da in der Prävention liegt ein unglaubliches Potenzial, denn es ist immer besser, Krankheiten zu vermeiden, als Krankheiten später zu behandeln und wo wir möglicherweise auch nicht mehr so viele oder gute Heilungsmöglichkeiten haben. Und auf der S04 geht das Thema Prävention mit seiner vereinseigenen Stiftung Schalke Hilft in Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebshilfe aktiv an. 20 stattliche Schalker mit einem Bauchumfang von mehr als 100 cm nehmen zurzeit am Krebspräventionsprogramm Fußballfans im Training teil und trainieren wöchentlich unter professioneller Anleitung auf dem S04 Vereinsgelände. Das Ziel? Gesund und nachhaltig abnehmen und damit die Gefahren einer schweren Erkrankung mindern. 50 Jahre Deutsche Krebshilfe. Zu diesem besonderen Anlass ziert die gemeinnützige Organisation beim Heimspiel gegen Greuther Fürth erneut die Brust der Knappen. Die 4 Farben des Sondertrikots stehen mit der dazu passenden Awareness-Schleife für die 4 häufigsten Krebsneuerkrankungen in Deutschland. Pink für Brustkrebs, hellblau für Prostatakrebs, weiß für Lungenkrebs und blau für Darmkrebs. Falls du mehr über die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und weitere Präventionsmöglichkeiten erfahren möchtest, dann klick hier auf den Link.